Hallo, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Ich hoffe, man versteht mich. Ich stehe nämlich direkt neben der Straße in der wunderschönen Wachau und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, inmitten von Marillenblüten. Und jetzt ist die Zeit, ich habe es gelesen in der Zeitung, beziehungsweise auch von meinem Onkel gehört, jetzt ist die Zeit, wo man herkommen muss. Die Marille ist bereits aufgeblüht und die Marillenblüte dauert ja oft nur ein, zwei Wochen. Und darum habe ich gesagt, okay, fahren wir da heute her, machen wir das. Es ist ein Traumtag, wunderschönes Wetter und ich schaue, dass ich da jetzt ein paar schöne Fotos mit dieser wunderschönen Blüte machen kann. Und euch nehme ich natürlich mit, wie immer. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich liebe ja die Wachau. Und wenn die Wachau für etwas bekannt ist, dann nicht nur für die wunderschöne Landschaft, es ist wirklich ein Traum hier, sondern ganz besonders zu dieser Jahreszeit für die Marillen und für deren Blüte. Und hier freuen sich natürlich die ansässigen Bauern, weil diese Marillenblüte, die ist so legendär, dass die wirklich unheimlich viele Touristen herlockt. Und ich wollte nicht am Wochenende her, weil natürlich alles überfüllt ist, und bin deshalb jetzt hier Montag. Und erstaunlicherweise ist es selbst Montag unter der Woche, gut, klar, bei diesem schönen Wetter, tatsächlich alles voll. Es ist richtig schwer, einen Parkplatz zu bekommen. Wenn ihr irgendwo in der Nähe seid und irgendwelche Marillenprodukte kaufen wollt, dann fahrt in die Wachau, hier kriegt man wirklich alles. Ja? Also von, ich glaube, Likör zu Marmelade, also alles, was da einfällt, Sirup, ja, wirklich, das ist einfach legendär da. Die Wachau, sagt man, in der Wachau gibt es über 100.000 Marillenbäume. Ja, also man sieht zwar auch andere Blüten, aber für die Marillen ist die Wachau einfach bekannt. Und ich glaube, wenn es dann soweit ist, wenn dann die Marillenernte ist, werden wir da mal herfahren und uns frische, saftige Marillen mitnehmen. Das wird ein kurzes Video, ich habe da jetzt nicht wirklich allzu viel zum Erzählen. Ich würde sagen, lasst einfach die Bilder auf euch wirken. Ich spaziere hier ganz gemütlich in diesen Obstgärten, muss man eigentlich sagen, herum. Und habe schon etliche Fotos gemacht von der Blüte. Es werden sowieso wieder zu viele. Ich werde dann aussortieren zu Hause, daheim. Aber ich glaube, zu dieser Jahreszeit muss man einfach ein paar Bilder als Naturfotograf von diesem Naturspektakel, sage ich schon fast, mitnehmen. Da hat man gar keine andere Wahl. Und ich genieße es sehr. Bin froh, dass ich hergefahren bin. Wer weiß, wie es nächste Woche ist. Dann kommt vielleicht wieder die Kälte, dann fallen die Blüten ab, beziehungsweise sie verblühen dann wieder. Ich bin mir sicher, dass sie noch ein bisschen stärker rauskommen werden. Es ist noch nicht die volle Blüte, die volle Pracht. Aber es ist trotzdem schon sehr beeindruckend, wenn man diese wirklich weiß leuchtenden Bäume bzw. Obsthaine sieht mit dem blauen Himmel im Hintergrund, wunderschöner Kontrast. Also da kann man wirklich schöne Bilder machen. Ich zeige euch jetzt ein paar davon.
Ja, danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Es war ein ganz ein kurzes Video, wie gesagt, aber ein wirklich, wirklich, wirklich schönes Erlebnis da, diese Blüten zu sehen. Wenn es euch gefallen hat, seid so lieb, lasst mal einen Daumen da, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Die Fotos gibt es wie immer auf Instagram unter Rainer Outdoor. Viel Spaß in der Natur. Macht's gut, Baba.